come back anytime. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Videospiele, die Eltern ausgetrickst haben. In dieser Liste sehen wir uns sowohl kinderfreundliche Spiele an, die alles andere als kinderfreundlich sind, als auch Spiele, die voll von Kindern sind, obwohl sie das definitiv nicht sein sollten. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Spiele eure Eltern euch als Kind erlaubt haben. Nummer 10. Doki Doki Literature Club. Die Visual Novel sieht auf den ersten Blick ziemlich harmlos und niedlich aus, aber wer sie kennt, weiß ganz genau, dass Doki Doki alles andere als das ist. Ihr beginnt als einsamer Junge, der dem Literature Club eurer neuen Schule beitritt, vielleicht in der Absicht, mit einem der Mädchen auszugehen. Das Spiel ist eigentlich ein Thriller, der voll von Erwachsenen-Themen wie Depression und Geisteskrankheiten ist und viele grafische Darstellungen zu diesem Thema enthält. Die Entwickler weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Spiel nicht für Kinder geeignet ist, aber wenn Eltern die Warnung übersehen, könnten sie ihr Kind traumatisieren, weil es leicht zugänglich ist und die Grafik harmlos ist. Nummer 9. Bugsnacks. Dieses ungewöhnliche Spiel von den Entwicklern von Octodad kam zum Start der PS5 zu PS Plus und gab vielen Leuten die Möglichkeit, es zu spielen. Es stellte sich heraus, dass Bugsnax sogar noch verrückter war, als es in den Trailern aussah. Wir wollen nicht spoilern, aber es gibt eine Wendung im Finale, bei der euch der bloße Anblick eines Bugsnax mit Schrecken und vielleicht sogar Ekel erfüllt. Es ist cartoonhaft, aber am Ende definitiv nichts für Kinder. Der jugendliche Grafikstil und der Fokus auf niedliche Kreaturen, die wie Lebensmittel aussehen und lustige Namen haben, sorgen dafür, dass Eltern ihre Kinder Bugsnax spielen lassen und sich nichts dabei denken. If I happen to see Wambus while I'm working, maybe we can catch up. Nummer 8. Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Die klassische Jump'n'Run-Serie von Rare ist ein einfacher Spaß für die ganze Familie. Oder doch nicht? Es lässt sich nicht leugnen, dass es sich um großartige Spiele handelt. Sie gehören zu den besten ihres Genres und sind absolut herausragend. Aber wenn ihr als Erwachsener zu Banjo-Kazooie zurückkehrt, werdet ihr wahrscheinlich von der Menge an völlig unangebrachten Witzen überrascht sein. Wenn ihr die Spiele als Erwachsener spielt, sind sie so allgegenwärtig, dass ihr schockiert sein werdet, dass sie mit E eingestuft sind. Zum Glück werden Kinder keinen dieser Witze verstehen, aber das bedeutet nicht, dass ihre Eltern nicht schockiert sein werden, wenn sie versteckte vulgäre Ausdrucksweisen im Lieblingsspiel ihres Kindes entdecken. Nummer 7. Overwatch. Blizzards Flaggschiff unter den Heldenshootern sieht auf den ersten Blick ganz nett aus. Es hat einen farbfrohen, cartoonhaften Kunststil und es gibt keine unnötige Gewalt. Klar, man schießt mit Waffen auf Leute, aber es wird nie blutig. Wie viele andere moderne Spiele hat auch Overwatch ein Problem mit Lootboxen, die in einigen Ländern sogar verboten wurden, weil sie als Glücksspiel gelten. Eltern könnten glauben, dass Overwatch ein familienfreundliches Spiel ist, nur damit ihre Kinder sich aufregen, weil sie keine zeitlich begrenzten Skins bekommen können, ohne echtes Geld für Lootboxen auszugeben. Darüber hinaus kann die Overwatch-Community toxisch sein, obwohl Blizzard alles tut, um dem entgegenzuwirken. Nummer 6. Five Nights at Freddy's Serie. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. Seit 2014 ist Five Nights at Freddy's ein bizarres Franchise, das Kinder im Sturm erobert hat. Die Serie ist seit Jahren erfolgreich, trotz ihrer unglaublich verworrenen, inkonsistenten Geschichte und der Tatsache, dass alle Spiele mehr oder weniger gleich sind. Aber auch wenn es für Erwachsene nicht besonders beängstigend ist, da es sich eigentlich nur um billige Jumpscares handelt, reicht es aus, um bei Eltern, deren Kinder plötzlich Albträume haben, weil sie zu viel FNAF gespielt haben, eine moralische Panik auszulösen. Die Eltern müssen sich nicht nur damit auseinandersetzen, sondern auch immer wieder neue Spiele, FNAF-Geschichten und Merchandise kaufen.
Nummer 5. FIFA-Serie. Ein Fußballspiel ist nichts Unpassendes für Kinder. FIFA ist eine der beliebtesten Videospielserien über die beliebteste Sportart der Welt, die von Kindern auf der ganzen Welt gespielt wird. Aber in den letzten Jahren hat sich FIFA immer weiter in Richtung räubischer Mikrotransaktionen entwickelt, was eigentlich ein unschuldiges Fußballspiel sein sollte, in dem Kinder ihre Traummannschaften zusammenstellen können, ist für EA zu einer Möglichkeit geworden, immer mehr Geld zu verlangen, um endlich alle Spieler freizuschalten, die sie einsetzen wollen. Eltern wird vorgegaukelt, dass es nur um Fußball geht, und dann werden ihre Bankkonten von EA leergefegt. Well, that's a procession of goals. Nummer 4. Fortnite. We have time to get there. We're still at like 5 minutes. Nick, okay, when your circle appears, what is your circle, Nick? Kinder und Erwachsene gleichermaßen spielen und genießen Fortnite. Es ist völlig kostenlos und hat einen hohen Suchtfaktor. Aber das Problem mit Fortnite sind wieder einmal die Mikrotransaktionen. Es ist eines der schlimmsten Spiele überhaupt, wenn es um Mikrotransaktionen geht. Und das Internet ist voll von Geschichten über Kinder, die hunderte oder sogar tausende von Dollar für V-Bucks ausgeben. Einfach ausgedrückt, Fortnite trickst Eltern aus. Kinder fühlen sich ausgeschlossen, wenn sie nicht die besten Skins haben. Und der schnellste und einfachste Weg, die neuesten Skins zu bekommen, ist, sie einfach zu kaufen. Eltern können unter Druck gesetzt werden, ein kleines Vermögen an Epic Games zu geben. What? Why like that? Do you wanna go? I'll be closer to it than that. Nummer 3. Call of Duty Serie. Der beliebte Kriegsshooter von Activision hatte schon immer einen hohen Stellenwert. Die meiste Zeit nimmt man an Nachstellungen realer Konflikte teil und wird mit den Schrecken des Krieges konfrontiert. In Modern Warfare 2 gab es sogar einen extremistischen Angriff auf einen Flughafen voller Zivilisten. Aber in den Tagen des Xbox Live Voice Chats wurde eines klar. Der Multiplayer von Call of Duty war voll von Kindern. Die Kinder spielen nicht nur, sie waren sogar extrem laut und hörten nicht auf, ins Mikrofon zu schreien. Und wenn ihr zu den Kindern gehörtet, die 2009 COD Online spielen durften, ist euch das im Nachhinein wahrscheinlich peinlich. Vor allem, wenn ihr eure Eltern davon überzeugt habt, dass das alles ganz normal war. Nummer 2. Grand Theft Auto Serie. Come back anytime. Wir alle wissen, dass Kinder GTA nicht spielen sollten. Und die Serie war im Laufe ihres Bestehens Gegenstand hunderter von Kontroversen. Aber sowohl es das ESRB-Bewertungssystem schon die ganze Zeit gibt, in der es GTA gibt, dass Eltern vor dem Inhalt warnt, kaufen sie immer wieder GTA-Spiele für ihre Kinder und sind dann von der ganzen Gewalt überrascht. Obwohl jeder Teil von GTA, einschließlich der Tatsache, dass es buchstäblich nach einem Verbrechen benannt ist, schreit, dass dies ein Spiel für Erwachsene ist, werden offensichtlich einige vergessliche Eltern ausgetrickst, die es für ihre Kinder kaufen und sich dann beschweren. Vielleicht lernen sie es ja eines Tages, auf die Altersbeschränkung zu achten. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Conker's Bad Fur Day. Okay, I'm a duct tape, asshole. I come down here, I show him what the duct tape is, I show him what the stuff is. Stupid f***er. All I do all day is trying to sort his stupid problems out of asshole. Der Inbegriff eines Spiels, das Eltern täuscht, ist zweifellos Conker's Bad Fur Day. Die Cartoon-Grafik und das 3D-Plattformer-Gameplay könnten ahnungslose Eltern leicht vorgaukeln. Es handle sich um ein weiteres Spyro oder Crash Bandicoot. Natürlich ist Conker's Bad Fur Day eine Parodie dieser Spiele, die nur für Erwachsene geeignet ist, mit Schimpfwörtern und unglaublich unpassenden Figuren und Themen. Es ist so gewagt, dass es ein Wunder ist, dass Nintendo es jemals auf dem Nintendo 64 veröffentlichen ließ, da es das familienfreundliche Image der Konsole zerstörte. Es ist ein kultiges und herausragendes Spiel, dem sich kein Kind nähern sollte. Ansonsten könnte dies ein sehr traumatisches Erlebnis sein. Here I am, you greedy bastard. Who wants to be a millionaire? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!